Guten Tag, liebe Leute. Sie heute beim heutigen Gameplay-Commentaring. Ich, der Dominik, als Greg Stelber-Spieler. Und der Kevin, der sonst unser Maverick-Guy ist. Und ja, heute haben wir mich mit Greg Stelber gegen den Marc mit Esparweil. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Weil-basiertes Flicker-Deck mit ein bisschen Counter gegen... ein Delver-Deck mit Arcanist Removal und Counter. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Wen findest du es favored in dem Matchup? Boah, ich finde, also aus meiner Sicht, ich kenne das Matchup ja ein bisschen, finde ich Esparweil schon favored, weil das Deck halt viel zu schnell eskalieren kann. Mhm. Der Soul Herder macht da drin halt einfach zu viel und die ganzen Kreaturen, die die auch drin haben, jede Kreatur macht was. Selbst der Meddling Mage macht irgendwas. Der schaltet eins von deinen Removalen aus, im Zweifelsfall einen Lightning Bolt. Und das ist halt immer in Summe zu viel. Okay. Kriegst du das Delver klar, wenn du dann mal, wenn du einen Delver-Start hast und den protecten kannst, kannst du gewinnen, aber das ist halt, das kannst du gegen jedes Deck. Ja, das macht das Delver halt so schnell dann. Das mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben jetzt auch Wert gestartet. Der Esparweil mit nichts. Esparweil mit nichts und kriegst du das Delver mit Fetch auf Volcanic und einem Brainstorm. Ja, ist die Frage. Esparweil hat da, glaube ich, auf den Fetch reagiert, weil er keinen Stifle fressen wollte. Ich habe jetzt neulich schon ein paar Mal Listen jetzt nochmal gesehen mit Stifle, auch in Krixis-Varianten. Sieht sehr witzig aus. Schöne Karte auf alle Fälle. Warum? Ja, die macht vor allen Dingen mittlerweile viel. So, was haben wir jetzt für 2 Mana? Meddling Mage? Ja, Meddling Mage. Called Lightning Bolt. Ja, das ist also das Premium Lightning Bolt Target, wenn der nicht angesagt wird. Das ist halt Problem. Ja, und ansonsten hat Krixis Delvers durch den Arcanisten halt ein bisschen grindiger geworden. Oh, da ist er auch schon auf der Hand. Und da muss man halt gucken, wie man das macht. Das ist halt das Problem. Da kommt der Delver. Da kommt der Delver, die schönen gealterten von Jasmin. Ja, und dann müssen wir halt mal gucken. Ne? Ein Lightning Bolt hatte, glaube ich, der Krixis-Spieler auch noch auf der Hand. Ich sehe die Hand gerade nicht. Aber der Meddling Mage hat Lightning Bolt gesagt. Ich meine, du warst dabei. Ich meine, also ist eigentlich safe eine Ansage für Lightning Bolt, weil das ist das Removal in dem Deck. Ansonsten sind noch ein Chain Lightning drin und 2 Fatal Push. That's it. Mhm, ja. Sideboard halt noch ein bisschen mehr, aber dann kriegst du halt sonst nichts weg. So, jetzt haben wir für 3. Kann da kommen. Recruiter, Soul Herder. Die coolsten, glaube ich, im Esparweil. Im schlechtesten Fall nur eine Flicker-Wisp. Oh, nur eine Belfort Strix. Die ist jetzt natürlich ärgerlich. Also, wenn da wirklich die Dings auf Lightning Bolt lag. Aber der Chain Lightning ist auf der Hand, habe ich gesehen. Gerade ist der Chain Lightning auf der Hand? Das macht die Hand natürlich schon wieder. Und da wurde nicht Lightning Bolt gesagt. Das ist natürlich interessant. Dann kommt der Draw von der Strix. Ja, der Draw von der Strix war sogar gut. Und das wird geforced, ja. Muss. Ist das die Keycard. Preordain? Nicht nur Brainstorm und Ponder? Nee, du spielst mit dem Arcanisten auch Preordain, meistens sogar 4. Einfach weil du Pulver für den Arcanisten brauchst. Okay, ja. Der frisst sich so durch das Deck durch. Und der ist so, du brauchst für den Arcanisten so viel, damit er gut läuft. Das sind eigentlich 4 Brainstorm, 4 Ponder, mal mindestens 2 Preordain gesetzt. Mhm. So, jetzt kommt ein Arcanist und Chain Lightning. Chain Lightning auf die Strix und dann kommt der Delver für 3. Ja, jetzt hat man halt das Wasteland. Das Einzige, was jetzt halt noch fehlt, ist Schwarz. Aber ich weiß halt gerade nicht, in der Postboard ist die Frage, ob man Schwarz überhaupt so groß braucht. Mhm. Der Teferi ist halt ärgerlich. Ja, da kommt er wieder auf die Hand. Ich hätte auch wahrscheinlich, bevor ich den Arcanisten gespielt hätte mit dem Wasteland, eins von den Duels gekillt. Ja, das hätten wir echt machen können. Mhm. Was ist das? Das ist ein blau-weißes. Und eine Tundra. Ja. Also. Blau-weiß und blau-schwarz. Ja, da hätte man halt von weiß ab. Na, weiß kannst du nicht. Von schwarz hätte ich weggemacht. Von schwarz. Da wird jetzt, glaube ich, auch dran überlegt, so wie auf dem Wasteland rumgehört. Treton Arcanist legen. Ah, gut, die Handkarten sind halt jetzt immer auf dem Esparweil-Spielerseite. Ja, der Esparweil-Spieler hat eine ganze Menge. Ja, die Belfort Strix ist halt ein Null-Draw, das ist halt schon. Ja, das ist halt die Frage. Will man kein Schwarzes haben beim Gegner? Was schaltet Schwarz ab? Schwarz schaltet Belfort Strix ab? Mhm. Da sind aber, glaube ich, nur 2 oder so drin. Ja, sind auf jeden Fall
4. Gerade aus der Regie, es sind 4 drin. Ja. Was haben wir noch an Schwarz? Hab dagegen gespielt und ich weiß es gerade nicht mehr. Aber mir fallen gerade spontan nur die Belfall ein. Wenn er spielen will, den. Black Engineer im Sideboard vielleicht. Black Engineer im Sideboard. Im Mainboard kannst du ja auch den Hullbreacher spielen und das schwarze Pendant könnte man spielen. Den Opposition Agent? Genau. Ja, da ist halt die Frage. Ich glaube, ich würde halt einfach safe auf das schwarze gehen. Ja, macht er da auch. Dann, ja, dann boxt man den Tiferi um und dann gucken, was geht. Da beim Elber-Spieler war ein Drown and Loch in der Hand. Es ist nämlich. Da errichtet sich dann mal jetzt kein Schwarz hat, aber müsste am Anfang anscheinend auf Rot fetchen. Ein Schwert. Also halt jetzt schön, ne? Du hast den Delver liegen und es muss sich die ganze Zeit um den Arcanist gekümmert werden, weil er sonst zu viel macht. Entweder macht er 4 Schaden oder der zieht dir eine Karte. Der Delver kann einfach immer schön für 3 reinflattern. Der Delver macht dann schöne Delver-Dinge. Jetzt mal Force, noch ein Land. Und ein Delver im Brainstorm, was haben wir denn noch auf der Hand? Ein Sprite Dragon, das ist auch nicht schlecht. Ja, würde ich aber weglegen tatsächlich. Ja. Man kriegt den Delver aber nicht geflippt, weil man nur den Force als Spell hat und den will man wahrscheinlich nicht runterlegen, oder? Du hast noch ein Drown in the Loch in der Hand. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ja gut, dann kriegt man den Delver auch. So, das geht jetzt, glaube ich, gerade oben drauf, damit der Delver safe flippt. Ist halt jetzt nobel, dann hat man 6 Angriffe in der Hand und auf dem Board vom Esper Waldspieler ist nicht so viel los. Ja, kommt da. Mhm. Noch ein schönes Altered Art. So, und dann nochmal für 3 rein. 3 rein. Ja, die machen halt jetzt 6 Damage, ne? Das sind jetzt noch 2 Runden Clock, wenn er nichts machen kann. Wenn das Wörtchen, wenn nicht mehr, ne? Gut, das sehe ich aber ja, auf der ein Hand. Swords, ein Spell voll, ein Soul Herder, ein Swords, das ist noch. Da ist noch eine Menge. Also Swords ist Removal, Belfall ist Removal. Man hat kein Schwarz, das heißt, das Drown in the Loch vor einem Krexus-Spieler ist tot, sonst bekäme man zumindest die Belfall weg. Mhm. Man sollte auch die Belfall, wenn der Force kommt, dann auf die Belfall. Ich weiß nicht, was war noch? Ein Flicker Wisp? Ich habe gerade nur nicht drauf geachtet. Das kann natürlich sein. Ich glaube, das waren alle 4. Ja, Belfall und Soul Herder ist halt. Das so ist geil. Arschig, ja. So geil. Du kannst angreifen, du den Flickern, ziehst eine Karte und hast einen Death-Touch-Blocker. Mhm. Wie behindert ist das denn? Steht ganz groß Spaß drauf. Das ist, also ist das find selbst ich spaßig und das ist jetzt gerade so aus der Retro-Perspektive nicht so geil. Okay, der Mending Mage war jetzt gezogen von der Top. Das ist jetzt. Frag mich jetzt aber, warum die Belfort Strix nicht geforst wurde. Gute Frage. Was hätte man da reinpitchen können? Die Frage, ob man den Force überhaupt noch auf der Hand hatte. Mhm. Der Vulkanik und das Draw in dem Loch liegt oben. So, da, flip. Dann wäre die Belfall weg, der Draw wäre nicht gekommen. Und Ja, okay, das Draw kannst du halt nicht zünden. Nö. Das ist halt das Problem. Oder hättest du zumindest mal, ja, da kommt das Force auf der Hand, der Sprite Dragon. Dann spielt man jetzt den Sprite Dragon noch dabei. Ja, und dann guckt mal, was die Belfall tradet. Ja, die Belfall. Nimmt einen Delver mit. Naja, ist die Frage. Weil der Sprite Dragon, der wird mal ganz schnell 5 vorne, oder? 4. Also in Long Term macht der mehr Damage. Okay. Ist halt jeder Force, jeder Brainstorm, jeder Ponder ist halt plus 1. Ah, okay, aber da wird noch geändert. War auch, glaube ich, die bessere Entscheidung. Ja, okay, so sind es halt jetzt nur 4 Schaden. Ja, und ziehst, der Dominik zieht gleich einen Vulkanik. Ja, das ist natürlich nicht so. Wenn halt das Vulkanik natürlich eine Ulsi wäre oder ein Fetchland, wäre das viel geiler. Jetzt kommt wahrscheinlich der Soul Herder. Flicker Wisp, ja klar, um den Delver. Und den Magling Mage. Da kommt jetzt der Force. Dann der Counter drauf, dann sind wir da auf 5. Ja klar, damit kein fliegender Blocker rumsteht. Naja, das ist Volcanic. Das wird jetzt auf der Hand behalten, um noch was Cooles zu machen. Ja, ein bisschen zu. Ja, oder halt, wenn ein Brainstorm kommt, ne, damit man eine Karte zurücklegen kann. Ja, stimmt, klar. Das, ich als alter Blauprofi hätte aber wissen müssen. Bei dir könnte dann ein Green Sun Sin jetzt sein. Ja. So, was haben wir da jetzt noch? Den Soul Herder. Das ist ein Schwert, Soul Herder, Recruiter, oder? War das ein Schwert oder war das... Nee, das war der Recruiter, glaube ich, gesehen habe. Ja, okay, dann schiebt man auch. Gut, ja okay, das war halt jetzt mit dem Sprite Dragon safe.
Ja, da war die Luft einfach zu stark. Ja, so, S-Bau Wilder, kann man boarden. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Wenn die Black Engineers Black haben, sollten die das mit reinnehmen. Das sehen wir jetzt gleich. Krixis Delver kann Null Rod auf jeden Fall boarden. Null Rod macht keine ETBs mehr, ne? Nein, ja. Null Rod. Activated Abilities. Artefakte machen nichts mehr. Keine aktivierten Artefakte. Ach so. Ist halt die Frage, ob man den braucht. Tatsächlich. Das macht halt nur die. Ja, die Vile ist eine Core-Karte in dem Deck. Ja, das Deck dreht sich komplett um die Vile. So, und wenn du die abschalten kannst, das ist schon nicht so schlecht. Ja, ist viel wert. So, dann kann man Brazing Volley, könnte man theoretisch noch boarden. Die pinkt 1 und kannst overloaden. Nee, das ist nämlich die nicht pinkt. Die pinkt 1 an jeder Kreatur vom Gegner, beziehungsweise die du nicht kontrollierst. Die kannst du aber mit dem Arcanisten, weil die nur 1 kostet, flashbacken. Macht die 2 Schaden in einer Runde. Und mit 2 Schaden stirbt schon eine ziemliche Menge im Esper, weil, ja, und du hast halt den Black Engineer, ne? Stimmt. Hier in der Liste, glaube ich, einen Main, 2 Side, weil... Aber Black Engineer hast du jetzt nicht so, was sagst du an? Wizard, dann triffst du... Wizard, Spirit, damit triffst du safe den Soul Herder oder Bird. Ach so, Elemental. Du bist jetzt, der Krixis spielt auch Black Engineer. Klar, dafür ist er schwarz drin. Spielen ja auch überall. Ich sag nichts, ich spiele Maverick 2 im Mainboard. Ich habe da einen Mainboard im Krixis gespielt, von daher, den hat man halt nur nicht gesehen. Ja. Also wir hören gerade aus der Regie Esper, weil ein Main, 2 im Sideboard. Also quasi wie der Krixis Delver-Spieler. Ich habe gehört, 3 zu haben ist schon ganz gut. Ja, Wasteland, wenn man der Gegner im Weil hat, ist halt nicht so geil. Ich höre in der Ferne unseren Elfenspieler weinen. Ja. Basti ist dann auf Rand Alley abgebogen. Fetch of Volcanic wahrscheinlich hier. Nachdem eben Schwarz so gesucht war, fetcht man jetzt aufs Volcanic. Ja, weil da die erste Volcanic schon im Limbus ist, ne? Da man keinen Crucible of Worlds spielt, ist die im Friedhof ziemlich tot. Ach, die da wurde gewastelandet. Ja. Das geht. Das ist sehr schön. Das ist halt so ein schöner Death in Texas-Start, ne? 2 Wilds legen, die mit dem Wasteland den Gegner schön delayen. Das macht Spaß. Jetzt noch Dalia und dann ist der Spaß komplett. Das war weil nicht. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Haben die zum Glück keinen Platz für. Wobei ich ja nicht weiß, wie das aussieht, wenn die Jorion reinpacken, weil dann hat man ja Platz. Ah, nee, warte mal, dann will man ja mehr schöne Dinge spielen. Das wird dann immer problematisch, ja. Ja, okay. Ist das ein Halbreacher auf der Hand vom Esperweil-Spieler? Stimmt. Das richtig gesehen, ja. Ja, das ist ja halt richtig geiles Teil, ne? Wenn du den Brainstorm reinflashst, hast du schon Spaß. Ja, das dann ist, kommt Null Rod. Aha, das ist natürlich jetzt richtig gut. Vorher noch schnell was droppen. Ja, die Strix findet den Force. Leider nein, leider gar nicht. Ja, okay, der Esperweil-Spieler hat halt den Apprentice, ne? Der kriegt das Ding halt weg. Wer kriegt das weg? Der Apprentice, der neue. Der Spirit, der 2 Mana, 3 der 3 Mana, 2 Zweier, der ein permanentes Exile. Mm. Da ist ein Inquisition oben drauf. Das heißt, der Delver flippt auch schön. Da ist eine Menge Bolt auf der Hand. Oh, Inquisition, ne? Da kommt ein Hullbreacher. Ja, da ist genug Bolt auf der Hand, damit man das handeln könnte, ne? 2 Stück. Was haben wir noch? Brainstorm, Soulherder, Recruiter. Ja, da würde ich safe den. Ja, ist halt Pest und Cholera, ne? Mit dem Soulherder machst du alles, mit dem Recruiter findest du den Soulherder. Hm, super. Dann wäre schon fast versucht, den Recruiter zu nehmen und die Baleful abzuschießen und den letzten Bolt für Dings aufzubewahren. Was ist denn da noch? Ach, da ist ein Black Engineer auf der Hand, glaube ich, noch. War das Black? Rechts beim Delver-Spieler. Die letzte Handkarte, die sehe ich die ganze Zeit nicht. Also die oberste. Ah. Wird lang überlegt. Ja, ist halt jetzt die Frage, ne? Man hat den Bolt auf der Hand, die Baleful Strix abzuräumen, ist eigentlich gesetzt. Weil nur mit dem Hullbreacher macht der Soulherder halt nicht viel. Was hat er, einen 2-3er-Buddy oder 3-2? Zumindest stirbt er durch den Bolt. 3-2, ja. Der stirbt auf jeden Fall durch den Bolt, aber der Soulherder wird dadurch halt nur dicker und den kriegst du halt, wenn der 2 Runden liegt, immer noch gehandelt.
will man jetzt angreifen mit dem Delver? Man will, glaube ich, immer angreifen mit dem Delver. Man muss aggressiv sein. Dass, wenn das Match zu lange in die Länge geht, verlierst du das einfach. Ja, weil sonst kannst du einfach warten, bis der Soul Herder das Target wählt, das dann wegschießen, dann kriegt der Soul Herder auch keine Marke. Ja, oder du schießt einfach den Soul Herder weg. Ja. Dann muss viel mehr weggeschossen werden. Ja, so wie so eine Gatling-Gun. Also. Ja, Ficker-Wisp. Okay. Super. Den Null Rod. Ja, dann aktiviert Aetherwine. Jo. Ja, das ist ein Black Engine. Oh, ja, hier. So, dann kann man reinschwingen für 3. Geht auch noch 15. Ja, die 3er Weil aktiviert. Wann flickert der Soul Herder? Am Ende? End of Turn, genau. Und dann, wenn du in den Endstep gehen willst, einfach. Boom. Vorher noch fetchen, damit es überhaupt funktioniert. Ja. Ja. Ja, jetzt muss man halt auf einen Volcanic fetchen. Man hat doch ein Badlands verliehen, hat doch die Schwarzquelle. Ja, aber nur eine Schwarzquelle ist immer so. Hey, so wie Holy Trinity ist am geilsten. Ja. Ein Volcanic, ein Badlands und ein Goose. Das stimmt. Das macht halt am meisten. Ja, okay, jetzt ist der gleich der Dings wieder da. Okay, jetzt hängt halt die Flicker-Wisp da rum. Da heißt der Black Engineer muss safe auf Elemental gehen. Was trifft man noch mit Elemental? Nix mehr da, ne? Nö, ich wüsste nicht, dass die Pyro spielen. Also ich glaube Flicker-Wisp und das war's. Das ist aber auch das Problem beim Esper, weil du brauchst so viel. Du hast Human da drin, du hast Elemental da drin, du hast Spirits da drin. Mehrvolk. Mehrvolk hast du da drin, den schwingst du höchstens. Vogel, da ist halt, die Bellful, ja, Bird, da ist halt so breit, aber im kriegst du das Delver mittlerweile auch. Du hast einen Human, du hast einen Zombie, du hast einen Zombie Wizard, du hast einen, wenn du spielst, der Brazen Burrower ist Fairy Rogue. Okay, da hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich jetzt eigentlich einfach den Dings gedroppt, weil wenn er jetzt was zum Mengen findet, ist das schon schlecht. Gut, Brainstorm. Ja, was hat man noch? Du triffst aber beim Delver-Spieler, wenn du auf Wizards legst, triffst du den Arcanisten, dann triffst du den nicht geflippten Delver. Ich glaube, das ist ein Human Wizard. Und wenn er Pyros spielen würde, wird es. Genau, wenn du Pyros spielen würdest, Pyros, da sind halt die Fairy Dragon drin, also die Sprite Dragon. Und wenn du Rogue spielst, dann triffst du auf alle Fälle den Brazen Burrow und Two Names. Ja, Two Names trifft man dann auch. Aber allein den Arcanist zu treffen, macht halt schon so viel aus, weil mit Null hast du nichts drin. Ja. Außer du spielst jetzt auf einmal hier den Nuller-Draw-Three-Card-Spell. Da geht der Arcanist dahin, gerade noch drüber gesprochen. Der wäre so gut gewesen, der hätte jetzt einfach noch schön angefangen aufzuräumen. Ja, der hätte halt so schön rausgehauen. Wobei, der wäre halt safe gestorben im Block. Das ist halt die Sache. Das wäre geil. Aber der hätte wen mitgenommen. Getradet. Der hätte getradet, ja. Der hätte sogar kann man mehr hier noch getradet. Oh. Den Dings auf Elemental, genau, damit man safe angreifen kann. 13. Geht der Gegner auf 13, hat man Uzi für noch einen Delver. Und dann ist die Hand leer vom Delver-Spieler. Ja. Aber Pulver ist an Bord. Ich weiß nicht, der Esper-Waldspieler ist auch im Top-Deck. Ja gut, das ist... Ja, das ist jetzt halt besseres Top-Deck gewinnen, ne? Da bist du auf dein Deck angewiesen, das ist meistens schlecht. Ich als Teilzeit-Mono-Red-Prison-Spieler kann dir davon ein Liedchen singen. Ja. Ja, wobei, du hast halt Brainstorm, Ponder, Preordain, du hast eigentlich noch Cantrips, wenn du CC siehst. Und bis jetzt ist so viel nicht raus. Mhm, da ist es so, oder? Und da fängt es schon an. Ja, aber das fehlen die coolen Karten. Ja, klar. Also der Soul Herder alleine macht halt wenig. Der, so, ein klassischer Domedelver oder nein? So, und da ist jetzt zum Beispiel das Problem, du hast das Ponder gezogen, aber du hast den Hullbreacher liegen. So, jetzt musst du quasi schon dafür gehen, den Ponder zu zocken, um das Setup zu haben obendrauf, dass du keinen Schrott ziehst. Ja. Und ziehen tust halt nicht, dafür kriegt der andere einen. Okay, da hätten wir jetzt noch mit dem Dings angreifen können mit dem Black Engineer, weil ich weiß nicht, ob da der Esper-Waldspieler geblockt hätte. Der hätte auf jeden Fall eine Kreatur verloren. Mm, ja, und na gut, Fetchen ist jetzt auch gerade schwierig, weil er dann auf 6 geht. Dann kommt der Ponder. Ja, da kommt der Ponder.
So, und dann guckt mal, was haben wir? Delver, oh, alles. Bolt und... Drown in a Loch. Ist das ein Drown? Ja, kriegst du mal einen Treasure-Token von den... Müssten die schönen Tokens von tokenforMTG.com sein? Ich sehe es nicht richtig. Leider nein, die Regie sagt gerade durch, nein, keine Treasures von da. Haben leider noch keinen, ah, ist das schade. Ja, dann müsste man dann nacharbeiten anstelle von Tokens von MTG. Ja, ist halt jetzt ein reines Pulverspiel, ne? Da hat jetzt den. Ja, aber man hat ja schon beim Grixis Delver-Spieler gesehen, dass das Pulver jetzt oben drauf liegt. Ja. Ich denk mal, dass. Das ist halt das Problem, was kommt jetzt beim Esper Wild-Spieler? Weil wenn es ein Recruiter kommt, der bricht dir das Genick. Du flickerst den einfach und. Ja, oder sowas. Uff, gut. Der ist natürlich genauso scheiße. Gehst nämlich in den End of Turn. Und dann geht die nächste Kreatur fliegen. Alter. Das ist natürlich ein krasser Game-Change jetzt, ne? Ja. Mit Monarch. Der swappt einfach Tempo mal komplett das Momentum. Im Haus. Und selbst wenn die wiederkommen, musst du die wieder flippen. Der war gerade bei einer, richtig? So. End of Turn sich nicht. Ja. Witzig. Und jetzt hat man sich gedacht, geil, der Quicksilver-Spieler zieht einen Bolt, das ist es, ne? So, so ein Drawn in the Loch. Aber halt der Removal schickt nicht. Nee, der schickt echt nicht. Ja, und jetzt zieht er auch noch Karten, weil er Monarch ist. Juhu, Dinge, die man nicht will. Der so, nächste Soul. Naja, oh, jetzt kommt nämlich der Apprentice. Ja, dafür kriegt er ein 3-3er Blue Elemental, wenn er stirbt. Wenn der Apprentice stirbt, genau, ja, aber das kann man genauso machen, wie man da sieht, einfach schieben. Okay. Weil man weiß ja, dass der Delver oben drauf liegt. Und hätte man jetzt zwei Bolts oben drauf gehabt, safe, der hätte nur 6 Leben. Ich wüsste nicht, dass Esper Weil an Leben drankommt. Nee. Doch, man kann sich selbst was schwertern. Stimmt, ja, man kann sich selbst was schwertern. Also so ein Soulhörder mit 4 Marken, wie gerade eben zu schwertern, das ist schon geil. Ja, das geht ganz gut. Ja, jetzt ist halt die Frage Runde 3, ne? Tricks des Delver fängt an, wenn Delver Start kommt, ist das schon gut. Ich sehe, ist das ein Stoneforge Mystic beim Esper-Wild-Spieler? Nee, was ist das in der Mitte? Oh, was ist denn das? Was das ist ein Karakas, kriege ich gerade aus der Regie mitgeteilt. Da ist auf jeden Fall der Teferi. Kommt der Delver? Ja, Teferi, weil... Ja, Sprite Dragon sehe ich, Brainstorm. Brainstorm, Pondern, Sprite Dragon und Bolts. Da kommt der gute alte Brainstorm-Start. Mhm. Der macht so richtig Spaß. Bin ich kein Fan von. Habe ich so viel Hate für gekriegt. Du wurdest dafür ja schon so gemobbt. Und da aufs Usen. Von einem Burn-Spieler vor allem. An dem Zeitpunkt hat er gerade Burn gespielt. Ja, ist halt die Frage, ne? Wenn man halt sonst ziemlich gut Show and Tell spielt. Mhm. Wenn man sonst sehr, sehr gut Show and Tell spielt, dann kann man das schon mal machen. Ne? Ja. Ja, brainstormt man halt. Ne? Ja, okay, wenn man halt keinen Delver auf der Starthand hatte, machst du halt sonst nichts. Ne? Da kommt Plague Engineer, ein Push und noch ein Fetchland. Ach, das war Push hier, die schönen. Ja, die schönen Full Arts. Mhm. Ja. Das ist schwer fancy. Ja. Ja, die Regie zeigt gerade an, dass der Brainstorm kein Vollladen ist, aber ich wollte halt keine hässlichen Gesichter von der Osterinsel. Ja, die gehen auch irgendwie gar nicht. Also. Wir haben da so eine Wette laufen, wenn der 5 Euro kostet, dann spült dann Hut in mir ein und ich weiß, was dann passiert. Da kommt eine Weile. Super. Und kein Force dafür. Ja, ich kann mal spoilern, da sind sämtliche Counter auf beiden Seiten rausgeflogen. Ja, finde ich auch richtig. Das ist halt die Sache. Du musst halt eigentlich so viel reinnehmen als Krixis-Delver-Spieler, weil man hat jetzt auch gesehen, die zwei Plague Engineer kommen rein, zwei Null Rod kommen rein, Brazing Volley kann man reinnehmen, man kann da so viel reinnehmen. Man kann Red Elemental Blast reinnehmen, der ist ja im Endeffekt auch ein Counter und ein Removal sogar. Mhm, das stimmt. Du auch eine Menge. Da hast du halt keinen Platz dafür. Ne? Und wenn du 4 Days, 4 Force rausnehmen kannst, ja, da hat man den. Ja, okay, das war eine Hand mit einer Menge. Das fand ich jetzt aber interessant. Ich hätte Teferi tatsächlich gelassen.
und hätte den anderen Dude, weil der tradet auf alle Fälle. Ja, aber er hat einen Sprite Dragon auf der Hand. Und wenn du den Sprite Dragon bouncest, ist er ganz im Momentum. Ja. Und der Teferi zieht dann halt noch eine Karte. Das heißt, er ersetzt quasi die Karte, die gediscardet wurde. Ja gut, stimmt. Und der Dude beantwortet zwar was, zieht dann Bolt und du hast immer noch dein Token, was ein bisschen weiter... Ja, und das ist halt die Frage, was du dann dahin hältst. Wenn es jetzt wenn du den Sprite Dragon halt einfach reinrennen lassen willst, dann hast du immer noch einen Zweier Buddy. Hm. Ja, das meine ich ja. Das ist schon okay. Ja, Ja, jetzt haben wir auch zwei, endlich mal Rot und Schwarz. Relativ früh im Spiel, nicht wie beim ersten Game. und das Wasteland. Aber da liegt noch nichts, was man angreifen kann. Ja, und die Weil ist auch da, also es ist... Ja, und da ist auch der Red Elemental Blast drin. Gut, damit hätte man aber auch direkt den Teferi beantworten können, oder? Ja, aber der war da, glaube ich, noch nicht auf der Hand. Das ist nämlich genau die Sache. Ja, Sprite Dragon. Also getappt in Angriffsmodus. Ja. Ja, da muss man halt jetzt mal gucken, was passiert, ne? Jetzt kommt halt wahrscheinlich der Apprentice, oder? Glaube ich. Baleful. Ja, sieht nach Baleful aus. Wobei die nicht. Die wallt man rein. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, weil die casten. Erstmal kann sie. Ja, was haben wir am Brainstorm, ne? Ja. Guten Brainstorm. Wir Marshlets ist noch am Stiffel. Basics sind im Haus, die Weil ist da. Da muss man sich als das Setup ist gesetzt. Da muss man sich als Krixis-Delver-Spieler jetzt schon die Frage stellen, spielt der Back to Basics? Ja, weil Krixis-Delver hat null Basics drin. Null. Ich bin normalerweise immer der Fan davon, zumindest eine Insel zu spielen, aber da ist kein Platz. Das ist natürlich gierig. Back to Basics sieht man aber auch. Ja, es sieht nicht selten. Mehr, ne? Man sieht es selten, aber das Deck hittet das relativ hart. Oh, da wird gefragt, wie viele Handkarten man hat. Vier noch und auf anderen, jetzt auf beiden Seiten vier. Oh, vier und vier. Jetzt haben wir noch mehr Land, weil mehr Land ist mehr gut. Ponder. Oder nicht? Oder ich habe jetzt gar nicht mehr gesehen, was beim SOW-Spieler noch so Masse ist. Boah, dann kommt der. Ja, okay, lass mal halt einfach resolven. Weil, wie schon gespoilert wurde, Countdown ist ja nicht. Ja, es ist ein Ponder, kein Brainstorm. Und das ist wahrscheinlich safe ein Shuffle. Wow. Delve und zwei Länder? Mhm. Nein, das will man nicht. Du hast noch ein Land auf der Hand, das ist safe ein Shuffle. Ach stimmt, ein Volcanic war eben noch gezogen, ne? Genau. Ja, du könntest höchstens auf dem Badlands fetchen, damit du doppelt schwarz hast, brauchst du aber nicht. Und das Uzi ist halt wesentlich besser als das Badlands, weil das Rot brauchst du zwar, ja, aber du willst eigentlich lieber Blau haben. Mm. Wobei jetzt mit dem Red Elemental Blast, das ist Blau schon gar nicht so verkehrt. Rot schon gar nicht so verkehrt. Aber wie schon gesagt, zweimal Schwarz willst du halt auch nicht. Nee. Also halt jetzt zum Beispiel, das Wasteland ist halt ein totes Land, weil der Esper-Waldspieler jetzt gerade hart auf die Basics geht. Das ist halt... Ja, also gut, er kannte das Wasteland so früh. Ja, da kann man das halt schon machen. Ne? Und das Deck ist halt so redundant, was das angeht. Das ist halt jetzt die Frage, was man macht. Da hat man jetzt noch die Länder. Schlägt man jetzt einfach ein Plague Engineer? Ja, einfach go. Das Plague Engineer, Eliminate. Der Red Elemental Blast. Und was war das letzte? Push. Also eigentlich nur Removal. Das ist richtig. Und ein Plague Engineer. Also Removal on a Stick. Okay. Brainstorm wird gecountert. Ja, ich glaube davor war auch schon hart branched, wurde auch schon hart gesucht. Oh, noch ein Wasteland. Das braucht man nicht. Nee, da bräuchte man schon fast einen Brainstorm, um das überhaupt benutzen zu können, aber das macht halt irgendwie gar nichts. Also schön und Brainstorm oben drauf und weg mich. Trotzdem wird's runtergelegt, ne? Haben wir da Brainstorm, Caracas und... Ja, immer noch den Apprentice, stimmt. Ja, sagt man mal Spirit an, ne? Echt? Ich hätte Bird gesagt für die Baleful, aber du hast ja trotzdem... Du hast ja das mit Moogle auf der Hand und der Spirit... Du willst ja den Dings unter Kontrole kriegen, den... Soulhörder. Soulhörder. Wow. Den kriegst du damit relativ schnell weg.
Ja, und den Apprentice kriegst du halt nicht, ne? Der ist zwar Spirit. Ist das der Spirit? Meine ich mal. Weiß ich gerade nicht. Aber der wird ja selbst nur eins, wenn. Mhm. Das ist halt ein bisschen meh. Und naja, ob der jetzt drei Schaden frisst als 1-1er oder als 2-2er, das ist halt. Tot ist er so deswegen. Oder so. Ja, ja, schon richtig. Jetzt könnte man höchstens als erstmal Waldspieler versuchen, den Plague Engineer wegzukriegen, um den mit dem Solar. Mit dem Spirit, aber da ist noch ein Swords auf der Hand, wenn ich das richtig sehe. Das kommt jetzt vom Brainstorm, jetzt muss er erstmal wieder was weg. Ja. Das Karakas hat er weggelegt, oder? Ja. Das braucht er ja nicht. Das ist total unnütz. Swords. Nur so selber Spieler reinmachen wahrscheinlich im Karakas, hä? Ach so, ja. Wenser. Ich vergaß. Der Wenser. Der gute. Ja, der gute Fordrop da drin. Keine Counter mehr im Spiel. Ich habe Red Elemental Blast. Ich habe Karakas und Wenser. Okay, danke für das Gespräch. Ja. Ja, ich sehe Red Elemental Blast und Pyro Blast eigentlich echt nicht mehr als Counter. Tatsächlich. Die sind für mich pur nur noch Removal eigentlich. Ja, weil zumindest bei dem blauen Wail of Summer. Ne? Ja, also, das ist halt die Spielerei. Deswegen wird er dann nur noch sicherheitshalber als Removal genutzt. Ja, ist halt die Sache, weil uncounterbar ist halt so schlecht. Ne? Ich finde das gar nicht schlecht. Da. Was ich halt gut finde tatsächlich ist. Jetzt passiert Shenanigans. Wasteland auf der Karakas. Wasteland auf das Karakas. Geschehen Dinge. Jetzt kommt ein Wenser. Jetzt kommt ein Wenser. Huh. So, was machen wir jetzt? Was besagt der denn? Ich dachte, der. Der bounced permanentes oder bounced ein Spell. Aha. Uh-huh. Okay. So. Bounced er jetzt dein Karakas? Genau, bounced dann das Karakas einfach. Und jetzt ist halt die Frage: wastest du dein zweites Wasteland auch auf das Karakas? Oder eben nicht? Ja, aber dann, ja, machst du. Oder du ballerst ihn aus dem Leben, aber das muss geschehen. Eins von beiden muss weg. Ah, der ist 4, stimmt, haha. Ja, okay, dann man hat ja noch den Push auf der Hand. Da war nämlich gerade ein Eliminate im Anflug. Dann, ja, aber pushen. Dass man das geht? Ja, klar, dein Wasteland steht doch jetzt. Und dann hast du den Dings für den Push. Mhm. Dann geht der nämlich. Wenn du, ja, ja. Wenn du das Karakas halt. Und das behältst, ja, dann kannst du das auch wegnehmen. Ich meine, das Karakas auf der Hand ist okay. Ja, die. Die Clique. Clique wird gerade noch aus dem Auffang gesagt. Ja. Ja, das kommt mal. Ich hätte über. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich bin so jemand, ich bin konsequent, ich gehe den Holzweg bis zum Ende. Hätte der Karakas hätte, einfach gewartet und genommen. Nee, ich hätte nochmal gewastelt. Und hätte dann gepusht, also ich hätte alles so der ganze Board einmal explodieren lassen. Ja. Hauptsache Dinge sterben. Ja, das ist mir wichtig. So. Eieiei, ja, jetzt hat man zumindest mal einen Delver. Ich glaube. Ja, aber gleich hat man nichts mehr und. Da ist ein Teferi obendrauf. Mhm. Ja. Der kann halt jetzt den Nullrod handeln. Der bounce das Nullrod. Bounce das Nullrod und dann wird der Delver apprenticed. Ja. Und dann hat man halt nur noch ein 2-2er. Da wurde noch keine Karte gezogen. Doch, aha. Jetzt ja, ja. Holen wir mal nach. Jetzt zieht er den Soul her. Sehr schön. Aber warum macht er jetzt. Ah ja, weil er auf der Hand ist. Ich dachte, das wäre gerade nur. Nee, du kannst ihn ja auf Turn schon reinweilen und dann Dinge tun. Mhm. Kasse, ja, auf den Trigger, wenn du es jetzt aktivieren willst. Ja, schmeißt den Apprentice rein. Ich meine, er geht so oder so als kommt er so oder so als 1-1er wieder, aber du hast halt die Info. Was der jetzt kommt, ja, und da hat man das noch gesehen. Ja, ist schön. So. Als kriegst du das Delver, kannst du halt nur hergehen und jetzt wieder den Nullrod droppen und versuchen, Removal zu finden. Gut, mit dem Brainstorm ist das ja eigentlich möglich. Und du hast noch ein Eliminate. Eliminate auf der Hand, ja. Das geht aber auch auf den Planeswalker. Das würde ich auf den Teferi ballern. Ja, du musst ihn jetzt irgendwie loswerden, weil du gewinnst jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gespielt. Ich hätte jetzt gebrainstormt. Ja, ist halt die Frage. Denn die Wahl wegzukriegen ist halt schon wichtig. Upgrade Lightning Bolt.
Und dann hat man gemistet. Dun, dun, dun. Alles rot. Und dann als das Duel, was noch enttappt ist, ist das Uzi. Deswegen, ich hätte das Nalwort halt noch nicht gespielt. Ja. Weil die Weil ist getappt. Das ist gerade keine Gefahr. Du spielst den Brainstorm, du siehst, was kommt und du hättest mit Bolt und mit Braid. Das ganze Board clearen können. Ja, da wäre alles weg gewesen. Mit dem Eliminate und dem Bolt. Ja, das und stimmt. Und der Braid hätte sogar die Dings wegbekommen. Safe, also die Weil auf 3. Ja. Das stimmt. Das war echt bitter. Ja, da sollte man dann erst mal dran denken, erst zu brainstormen. Memo an mich selbst. Immer erst die Gedanken verwirbeln. Ja. Ach ja. So, jetzt geht er auf 2. Und jetzt. Dann kommt der Soul Herder. Und jetzt hast du nämlich auch das Problem, dass du den Lock hast mit, du kriegst nichts mehr geboltet. Stimmt, du kriegst eh nichts geboltet wegen dem Teferi, du hast ja keinen Instant Speed. Ja, das hättest du deswegen eben alles in. Hättest du alles räumen können. Das ist halt schon eklig. Als End of Turn Flicker. Und dann kommt. Ja. Du kriegst nämlich den 1-1er, dann kommt der wieder und dann nimmt er nämlich die Dings. Das hatte ich gerade gefragt. Da war nämlich gerade die Nachfrage, ob der auch die Artefakte nimmt. Permanence oder nicht? Bis 4. Ja. Non-Land Permanence, das war's nämlich. Non-Land Permanence bis 4. Also der würde auch ein Chase noch verschwindibussen. Ja, der macht so gut wie jeden Planeswalker-Platt. Der ist halt echt eine richtig geile Sau. Und das für Weiß. Die ja so gejammert haben, dass sie keine Liebe bekommen haben. Bekommen sie auch nicht. Nee, ist halt so. Aber jetzt ist halt die alles, Frage. Alles, was nicht blau und grün ist, in der Kombination. Halt, jetzt muss man halt überlegen, ne? Nimmt man den Skyclave raus oder den Soul Herder. Geht doch immer noch beides. Bolt und Eliminate. Mhm, also da liegt aber immer noch der Teferi. Das ist egal, du kannst es in deinem Main machen. Machst jetzt einfach Bang, ja. Bang. Der Teferi ist halt auch ätzend in einer gewissen Menge. So, da kommt safe der Bolt, oder? Oder? Ja. Okay. So. Dann bekommst du noch den 2-2er. Genau, da kommt noch ein Token. Die gibt's auch nicht von Tokens für MTG. Was ist denn da los? Mensch, noch Leute. Noch nicht. So, Angriff mit einem auf den Teferi. Jetzt kriegt man Ruder ein bisschen rum. Jetzt ist halt die Weil aktiv. Das ist halt auch ein bisschen ätzend. Ja, aber was kommt? Der Recruiter. Spaß für alle ist wieder im Haus. Jetzt kommt ein Soul Herder und der ganze. Rotz beginnt von vorne. Jetzt kannst du nämlich gerade direkt schieben. Meinst du? Klar. Was war noch auf der Hand? Der, ich weiß gar nicht, auf der Hand war, glaube ich, gar nichts mehr. Aber der Soul Herder flickert End of Turn den Recruiter. Ja, du suchst sie einfach wieder irgendwas raus. Ja, man muss nur genug Removal haben, dann. Ja, klar, aber jetzt brauchst du ja schon wieder 3 Removal. Im End of Turn brauchst du schon wieder 4. Mit einer Handkarte. Das ist schon Spaß. Das wird ein bisschen schwierig. Ah, es war halt jetzt schon schwierig, da noch was zu machen. The Braid kriegt maximal einen weg. Und eigentlich müsste The Braid auf die Weil gehen. Nee, bei so vielen. Oh, da kommt noch ein Meddling Mage. Und der sagt Lightning Bolt. Obwohl einer ist raus. Die Frage, was raus ist. So. Ein Lightning Bolt ist safe schon mal im Friedhof. Mhm. Ja, dann kommt noch eine Flicker Wisp. Ja, super, hast noch mehr Protection. Also, du kriegst gar nichts mehr los. Ja, da ist ja, hat sich erledigt. Also, ich glaube, da war wirklich der Fehler, wo mir da gesagt hat. Und ja, da war auch gerade die Diskussion, weil du hast den Fehler schon gehabt, als du das Volcanic nicht hast offen lassen. Mhm. Weil du hast mehr rote Removal drin als schwarze, definitiv. Ja, das war halt einfach ein Misplay. Ah ja, gut. Ja, dann hat Spaß gemacht. Ein Abo da, einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Tschüss. Tschüss.